Liebe Freunde, das Klinikum Dortmund ist wieder live hier auf Facebook. Beziehungsweise wir werden dieses Video ja auch auf YouTube stellen, deshalb auch ein Gruß an alle YouTube-Zuschauer. Mein Name ist Marc Raschke, ich bin der Leiter der Unternehmenskommunikation und neben mir sitzt die leitende Oberärztin in unserer Geriatrie. Das ist Dr. Nina Günther. Herzlich willkommen. Ja, danke. Und das ist ein sehr ungewöhnliches Format, was wir heute haben, denn wir stellen mal keine Therapie vor und keine Diagnose in dem Sinne oder Behandlungsmöglichkeit, sondern wir stellen, man könnte im ersten Moment denken, ein Spielgerät vor. Es ist aber kein Spielgerät und es ist sehr, sehr sinnvoll. Dieses Gerät macht hier oder würde hier in der Geriatrie zum Einsatz kommen. Wir haben es aktuell noch nicht, aber es kann sehr, sehr viel. Und das kann vielleicht mal kurz Frau Günther einleitend sagen. Das würde ich Ihnen kurz erklären wollen. Während ich es in die Kamera halte. Genau, sehr schön. Im Prinzip möchte ich das Bike-Labyrinth vorstellen. Das ist ein Gerät aus Holland. Und das funktioniert so, dass man einen Heimtrainer im Grunde hat, an den ein Fernsehgerät angeschlossen ist. Unsere Heimtrainer für die älteren Leute heißen Motomet und sind im Grunde Pedalen, wo man auch mit einem Rollstuhl oder einem normalen Stuhl davor sitzen kann. Und der Gag, deswegen Spielgerät, an dieser ganzen Geschichte ist, dass man über den Bildschirm im Grunde bestimmte Strecken abfahren kann. Das sind meistens Städtereisen, die man unternehmen kann, damit man auch verschiedene Sehenswürdigkeiten wahrnehmen kann. Es gibt aber auch Landschaften, bestimmte Regionen, die man abfahren kann. Und man hat über zwei Knöpfe, die ebenfalls mit dem Bildschirm verbunden sind, die Möglichkeit, rechts und links zu steuern. Das heißt, man kann die Wege auch ein bisschen selber auswählen und kann halt darüber entscheiden, was man sich anschauen möchte. Genau, also diese Konsole, mit der man das dann da tut, ist quasi hier in den Händen und da gibt es dann links und rechts so Knöpfe, die man dann drücken kann und dann würde auf dem Bildschirm hier entsprechend die Strecke, die es dann da abzufahren geht, dann auch nach links oder nach rechts gehen. Genau. Jetzt kann man mit dieser Strecke wirklich die witzigsten Strecken oder mit diesem Gerät die witzigsten Strecken abfahren. Zum Beispiel, man kann mal eben nach New York von hier aus der Geriatrie Dortmund aus. Man kann mal nach Venedig, ne, oder so. Es sind also beliebte Urlaubsziele, sage ich mal, dort einprogrammiert worden. Die Hersteller haben erstmal 250 verschiedene Strecken vorgegeben. Da gibt es, also ich finde ja ganz beeindruckend, muss ich nochmal sagen, die Unterwasserwelt. Ja, es gibt Dinge, die mit einer Drohne in Gebirgen aufgenommen wurden. Das ist eben auch ganz toll, einfach, wenn man was zu sehen haben will. Aber für unsere Patienten ist es auch ganz schön, wenn sie Dinge wiedererkennen, die sie schon mal im Leben vielleicht erlebt haben. Ne? Wenn sie nochmal zum Gardasee kommen oder wenn sie auf Hochzeitsreise in Wien waren. Und das kann man halt da nochmal erleben und wiedererkennen, dann hat das einen ganz großen Wert für die Patienten und es hat auch viel damit zu tun, man kann sich Sachen anschauen und das motiviert einfach viel länger auf dem Fahrrad zu fahren und man hat dadurch einfach die Möglichkeit, viel längere Trainingseinheiten zu schaffen. Jetzt kommt gerade schon eine sehr tolle Idee und eine andere fragt, was kostet sowas? Was kostet? Das ist nämlich genau der Punkt. Nein, das Grundproblem ist halt, Krankenhäuser werden ja eigentlich nur für das bezahlt, was tatsächlich klassisch Therapie ist. Ja? Da sind ja dann die Krankenkassen sehr hinterher und wenn wir was am Gebäude reparieren müssen, dann ist das Land NRW dafür zuständig. Aber für so etwas haben wir in der Tat kein Geld. Und deshalb sind wir darauf angewiesen oder deshalb wollen wir das als kleines Spendenprojekt starten. Beziehungsweise ist auch jetzt schon gestartet. Das ganze Ding kostet insgesamt 5.000 Euro. Das ist also dann hier entsprechend der Bildschirm beziehungsweise die Konstruktion hier vorne, die Bibliothek an Strecken, die es da so abzufahren gibt. Also das ist, wie gesagt, schon ein sehr komplexes Teil. Man kann das vor allem ergänzen, um auch Strecken, die... Genau, das fragt ja hier schon jemand. Ne? Also es gibt halt insgesamt so 250 Strecken, die einprogrammiert sind. Mhm. Aber man hat eben, und das ist relativ neu, die Möglichkeit, eigene Strecken einzuprogrammieren, indem man einfach, also kann man auch laufen, ne? Muss man jetzt nicht mit dem Fahrrad abfahren, kann man auch ablaufen mit einer GoPro-Kamera und das kann man dann dort einspielen. Das ist halt was ganz Tolles für Patienten, die schon sehr, sehr lange im Krankenhaus sind, vielleicht ein bisschen verwirrt sind, dement sind, um ihnen bekannte Orte einfach wieder näher zu bringen oder Strecken, die sie früher oft zurückgelegt haben. Das hilft einfach der kognitiven Leistungsfähigkeit und es gibt den Patienten häufig Sicherheit. Die fühlen sich dann einfach wohler, wenn sie mal wieder Bekanntes sehen und man ihnen
ihnen das zurückbringt, was sie selber jetzt nicht mehr besuchen können. Das ist ganz schön. Genau. Und am Ende haben sie vor allem auch ein Wasser, ein Ziel, weshalb sie da treten und letztendlich auch wieder ihre Muskulatur stärken. Dann sagt man halt, ich will auf jeden Fall zur Golden Gate Bridge. Und dann muss man halt durch ganz San Francisco fahren, um zur Golden Gate Bridge zu kommen. Und genau, das ist so ein ganz wichtiger Faktor auch. Ne? Also man muss sagen, in der Altersmedizin ist Bewegung einfach ein ganz zentraler Punkt. Und da ist es wichtig, die Leute zu motivieren, dass sie ihre Trainingseinheiten durchhalten. Und dieses Ankommen ist ganz wichtig für viele. Ne? Die sind ausgerichtet so auf 15 bis 20 Minuten. Das ist schon viel, wenn man vorher mal 4 Wochen im Bett gelegen hat. Ne? Und das ist halt ganz toll. Ne? Wenn man da das Durchhaltevermögen dann triggert bei den älteren Menschen, dass die dann plötzlich so ehrgeizig sind, dass diesen Ehrgeiz, den induziert man meistens nicht, wenn man die ganze Zeit gegen eine weiße Wand guckt. Mhm. Und dafür ist das eben ganz schön. Genau, das ist also jetzt auch kein Testfeld. Das gibt es schon in den Niederlanden. Ich glaube, in jedem zweiten Seniorenheim mittlerweile. Gut, jetzt sind die Niederländer auch an sich eine Fahrradnation, deshalb passt das da vielleicht auch noch mal mehr hin. Aber wir sind ja auch nicht fahrradmüde, dementsprechend glaube ich, dass das eine gute Bewegung ist. Auch die Bewegung kennen auch viele und haben auch, glaube ich, viele noch so drin und können es vor allen Dingen nach einer langen bettlägerigen Zeit auch noch durchsetzen. Vielleicht haben wir auch noch gar nicht hier gesagt, wir haben das ausprobiert in unserer Geriatrie. Ne? Wir hatten das halt als Probegerät bei uns, also wir haben so ein bisschen kleinere Erfahrungswerte auch. Mhm. Und da muss man sagen, dass unsere Patienten ganz begeistert waren. Die Therapeuten, die sie betreuen, waren sehr begeistert und vor allen Dingen, man hatte sich was zu erzählen. Ja? Sonst ist es ja auch für Angehörige häufig ganz schwierig, wenn der Enkel zu Besuch kommt, was rede ich jetzt mit meiner Oma, ne? Die vielleicht auch dem gar nicht folgen kann, was man sonst erlebt. Und dann plötzlich gab es so viel Kommunikation. Ne? Es gab halt was, was man sich erzählen konnte. Und viele Angehörige waren auch verwirrt, ne? Wenn die Großmutter dann erzählt hat, sie sei heute durch Venedig gefahren mit dem Fahrrad. Und aber ganz schöne Missverständnisse. Und also das haben wir doch festgestellt, dass das auch zum sozialen Leben sehr beiträgt. Mhm, genau, also es war wirklich sehr beeindruckend. Ich war am ersten Tag auch dabei, als das hier quasi aufgebaut wurde und gefahren bin ich nicht, glaube ich. Aber hab ich nicht getraut. Na, ich wollte anderen das Erlebnis. Na, ich kann es mir ja vorstellen. Also ich sag mal, sowas Ähnliches, PlayStation, sagen wir mal salopp gesagt, sind erstmal nichts anderes, ja. Aber eben in der Komplexität, mit der Art des auch mit diesem Therapiegerät hier vorweg, das ist schon ein bisschen komplexer als das. Und es muss ja vor allem auch für den klinischen Alltag einsetzbar sein. Also, aber im Prinzip kann man sagen, es ist eine Playstation für die Geriatrie. Hm? Genau, und die Patienten müssen natürlich ein Fahrrad haben, wo man mit dem Rollstuhl oder in einem normalen Stuhl davor fahren kann. Genau. Ne? Auf so einem Heimtrainer schaffen es jetzt die wenigsten, aber dafür ist es halt toll. Und wie gesagt, auch für, das ist nicht zu unterschätzen, auch für Patienten mit Demenzerkrankungen, wie schön das ist, wenn die Bekanntes nochmal durchleben können. Das ist halt ganz wertvoll. Ne? Das ist so, wie wir natürlich auch manchmal Angehörige bitten, Fotos mitzubringen, ne? Und das dann halt so zur Verbesserung der Erinnerung auch beiträgt. Aber sowas eben auch, da haben wir sehr schöne Erfahrungen gemacht. Ne? Und die Patienten kommen dann ins Erzählen plötzlich, was sie sonst gar nicht abrufen können. Aber durch diese visuelle Stimulation ist das halt nochmal ganz schön. Und dann eben kombiniert, ne, mit der Bewegungstherapie. Genau. Und begeistert. Ich wollte gerade sagen, und das merkt man ja auch. Sie ist ja auch wirklich begeistert von dem Ding. Und deshalb wollen wir es ja auch anschaffen. Es kostet 5.000 Euro. Mhm. Und wir sind jetzt auch damit gestartet, quasi mit der Spendenaktion, würden die euch heute hier eben auch vorstellen, haben sie auch gerade schon auf Instagram vorgestellt. Und sie ist auch, wenn ihr auf Google Spendenshop Klinikum Dortmund eingebt, dann kommt ihr auch zu unserem Spendenshop. Da sind ganz viele Projekte, die wir so hier im Klinikum haben, die uns eben keiner zahlt, die wir dann eben irgendwie durch andere Wege finanzieren müssen. Und da wird auch im Bereich unter dem Punkt Geriatrie dieses Produkt hier vorgestellt nochmal. Und wie gesagt, wer jetzt 5.000 Euro en bloc überweist, herzlich gerne. Auch super. Nehmen wir auch. Ja, man hat schon gesagt, 10.000 nehmen wir auch. Können wir 2 anschaffen. Nein, aber es geht auch wirklich mit ganz, ganz kleinen Beträgen. Am Ende des Tages wollen wir halt einfach nur diese 5.000 Euro vollkriegen. Jetzt sehe ich hier gerade, wie viele Patienten gibt es denn auf Ihrer Geriatrie? Wie viele Patienten müssen sich das Gerät teilen? Es gibt 70 Betten, 70 Patienten.
immer zeitgleich in der Geriatrie, wobei natürlich jetzt nicht jeder das Gerät nutzen kann, das muss man auch sagen. Ne? Aber wir haben ja immer die Therapieeinheiten, die man das jetzt so pro Tag nutzen könnte, wären so 15 bis 20 Minuten. Und ich denke, das würde schon wäre schon ein Anfang. Mhm. Ne? Da könnten dann doch viele Patienten sich schon daran abarbeiten. Ganz genau, das wäre ja, sag ich mal, 3 in der Stunde, ne? Und dann hätte man, ja. Und man muss ja auch sagen, es sind ja auch nicht alle in der Lage, weil sie ja tatsächlich bettlägerig mitunter sind, sowas zu machen. Aber nicht lange. Und ja, nee, natürlich. Das stimmt, aber es sind vor allen Dingen auch viele dann auch gar nicht mehr, haben es auch gar nicht mehr nötig dann unbedingt, sondern wollen ja auch irgendwann nach Hause. Ja, also diese, und aufs richtige Fahrrad. Eben, und aufs richtige Fahrrad und dann richtig raus. Also diese Phase, glaube ich, die dann wirklich so ein Gerät braucht, die ist im Rahmen dieser Behandlung, glaube ich, nicht allzu lang, ne, oder? Genau, also das reicht halt für diese 14 bis 16 Tage, die Patienten bei uns sind, ne, um sie einfach zu motivieren, und das ist einfach Teil der Therapie, ne? Das ist was Aktivierendes, das ist auch zum Beispiel in der Parkinson-Therapie ein großes Thema, jede Art von Aktivierung, da wird ja auch heute Tai Chi gemacht und getanzt, weil man eben weiß, das ist eine gute ein gutes Outcome für den Patienten bedeutet, wenn man diese Elemente aus kognitiven Therapien, Bewegungstherapien, wenn man die einfach miteinander vereint. Und das ist eben für viele Patienten, egal welches Krankheitsbild vorliegt, ob sie jetzt was Traumatologisches haben, was Orthopädisches, Neurologisches, können eben verschiedenste Gruppen davon profitieren. Mhm, genau. Und wir würden uns freuen, wenn die Geriatrie hier bei uns davon profitiert. Deshalb nochmal das Gerät gezeigt. Also es geht um dieses Gerät. Es ist ein Bildschirm mit 250 verschiedenen Strecken, die da abgefahren wurden per Kamera. Dann kann man mit einem Gerät hier entsprechend das Ganze steuern. Und natürlich muss man selber strampeln. Auch die Geschwindigkeit kann man dadurch auch beeinflussen, ne, die man dann da entsprechend auf dem Bildschirm, genau, dann weiterkommt. Genau, man kann auch anhalten, wenn man sich irgendwas nochmal näher anschauen will. Ne? Also es ist schon so ein bisschen wie auf einem richtigen Fahrrad. Genau, interaktiv. Und es sind sogar eben nicht nur die großen Strecken wie New York, Tokio und Hawaii möglich, sondern auch unter Wasser. Auch unter Wasser. Und aber auch hier in Dortmund zum Beispiel könnte eine Strecke abfahren. Mhm. Ne? Da, wo jemand früher gerne spazieren gegangen ist mit dem Hund oder irgendwie sowas, das könnte man abfahren. Es gibt auch Dortmund als Stadt. Ach so. Also es gibt eine Innenstadttour durch Dortmund, die ist schon dort vorgesehen. Ja. Und man kann natürlich da eben weitere Strecken machen. Und wenn wir es hätten, haben wir auch schon überlegt, ja, so Stadionrundgang und so. Genau. Das würden wir tatsächlich dann auch einspielen. Das würden wir dann eben, genau, also da würden wir dann auch losrennen mit einer GoPro und das machen. Genau. Das würden wir dann halt BVB-Fans, die dann hier in der Geriatrie sind, dann auch ermöglichen. Aber wie gesagt, 5.000 Euro trennen uns noch von diesem Traum, und wir wollten es euch heute mal präsentieren. Wenn ihr da irgendwie eine Unterstützung seht, also vielleicht eine kleine Spende oder ihr kennt jemanden, der wieder jemanden kennt, dürft ihr uns das gerne hier im Nachgang in die Kommentarzeile schreiben oder uns natürlich auch selbst anschreiben, hier per Privatnachricht auf Facebook oder auf der Homepage bei uns, oder ihr gebt bei Google Spendenshop Klinikum Dortmund ein, da findet ihr das Projekt auch nochmal. Also ja, es gibt viele Wege, die zu uns führen, und hoffentlich führt dann unser gemeinsamer Weg hierhin. Zum Beiklabyrinth. Genau, zum Beiklabyrinth. Hoffentlich finden wir den Weg durch. Alle dürfen auch hinterher kommen und sich angucken. Ich wollte gerade sagen. Haben. Genau. Mal drauf sitzen. Ja, bestimmt. Genau. Gute Idee. Toll. Wir lernen hier noch während des Tuns. Nein, aber das ist genau das. Ne? Ja, wir laden dann alle ein zu einer Fahrradtour. Genau. Nina, wir lieben dich. Wir ja, danke, gleich. Tina. Schöne Grüße. Das ist eine Kollegin hier aus dem Haus. Deshalb. Gut, in diesem Sinne, erstmal soweit Dankeschön. Auch Dankeschön, dass ihr heute Zeit hattet. Ja, dafür. Ich danke auch. Ja, ich hoffe, das klappt. Das würde mich sehr freuen. Hoffen wir auch. Genau. Auf bald mal wieder. Tschüss. Tschüss.